Der Abend war über das Land gefallen und die Wärme des Tages schwand mit jedem Augenblick. Sanfte Herbstwinde flüsterten durch die Felder, ließen die bernsteinfarbenen Maiskolben in einem melancholischen Tanz wiegen. Doch mit jedem Schwingen offenbarte sich ein ungleiches Duo, starr und trotzig gegen die Bewegungen der Umgebung. Wer ihre unbewegten Gestalten sah, konnte fast glauben, sie atmen nicht einmal, blinzeln nicht. Dies war die allgemeine Meinung, ja vielleicht sogar die der beiden selbst, was es umso überraschender macht, wenn einer von ihnen sprach. »Meine Arme tun weh, Frank.« Die zweite Gestalt rührte sich nicht, doch ein Hauch von Ausdruck schien kurz über ihr Gesicht zu huschen. »Frank, meine Arme tun weh!« »Verdammt nochmal, Jet!« Mit einem Rascheln von Stoff und Stroh drehte sich Frank zu seinem Partner um. »Als sie dich hierher geschickt haben, hieß es, du wärst die beste Wahl. Du hast gesagt, du kennst die Regeln. Also halt die Klappe, bevor uns noch jemand hört!« Die Stille kehrte auf das Feld zurück, nur unterbrochen von dem sanften Rascheln des Windes, der durch den Mais fuhr. Selbst der nahegelegene Bach, der am Tag noch heiter geplätschert hatte, schien für die Dämmerung in Stille zu liegen. Diese Nacht war eine bedeutungsvolle und für ihre Aufgabe fast heilig. »Ach, wer soll uns denn schon hören, Frank?« »Darum geht es nicht. Was zählt ist, ob uns jemand hört. Wir dürfen nicht reden.« Jet dachte kurz darüber nach, auch wenn sein Kopf für tiefere Überlegungen kaum geschaffen war. »Na und? Ist doch sowieso ein blöder Job. Bisher hat noch jeder gelacht, der an uns vorbeigegangen ist.« Frank seufzte, zog seinen Hut ab und kratzte an seiner ledernen Haut. »Hör zu, Jet, das mag schon sein. Fakt ist, es spielt keine Rolle. Es muss getan werden, verstehst du?« »Nein!« »Gut, du...« »Was zum Teufel meinst du mit Nein? Hat dir nie jemand die Geschichte erzählt?« Das Stroh um Jets Hals raschelte, als er mit dem Kopf schüttelte. »Die Leute sagen immer, ich werd's schon lernen, wenn's soweit ist. Langsam glaube ich, die kennen sie selbst nicht.« »Ohohoho, die kennen es. Das kannst du glauben.« Frank räusperte sich und tat so, als würde er auf den Boden spucken, obwohl seine Lippen trocken blieben. »Die kennen sie, so sicher, wie sie ihre eigenen Mütter kennen. Nur, naja, es ist nicht gerade das angenehmste Thema.« Er seufzte erneut, sowohl aus Frustration sprechen zu müssen, als auch angesichts der Worte, die ihm bevorstanden. »Weißt du, es gab eine Zeit, vor vielen Jahren, da wurde dieses Land von einer Plage heimgesucht. Keine Krankheit, versteh mich nicht falsch. Nein, diese Plage kam in Gestalt geflügelter Bestien vom Himmel herab. Schwarz wie die Nacht waren sie, und ihre Stimmen klangen wie aus einem Albtraum.« »Krähen«, flüsterte Jet. Seine Augen suchten den fernen Horizont jenseits des Maisfeldes ab. »Ich hab von ihnen gehört. Dachte, es wären nur Kindermärchen.« Frank verlagerte sein Gewicht und richtete den steifen Stock, der auf seinen Armen ruhte. »Mag schon sein, dass man sie heute kaum noch hört, außer in Legenden. Aber damals waren sie real genug. Sie stürzten sich auf die Felder, fraßen sich satt und ließen den Bauern kaum etwas übrig. Es brachte große Not über das Land. Jeder war verzweifelt.« »Meine Arme tun immer noch weh, Frank.« Frank verdrehte die Augen. »Wir reden doch, oder? Ruh dich aus. Setz dich hin, wenn's jetzt schon egal ist.« »Danke, Frank.« Jet ließ sich von seinem Pfosten herabfallen und sackte auf den Boden, plötzlich wie ein lebloser Haufen Lumpen aussehend. »Und was geschah dann?« Frank öffnete den Mund, zögerte jedoch. An jeder anderen Nacht war es nur eine Geschichte, aber in dieser Nacht, da könnte sie mehr sein. »Halt die Ohren offen, falls etwas nicht stimmt, ja?« Jet nickte und Frank fuhr mit seiner Erzählung fort.
Es war eine dunkle Zeit. Das ist sicher. So dunkel, dass manche meinen, man müsste die Dunkelheit mit Dunkelheit bekämpfen. Er schloss die Augen und begann, den geheimen Vers zu murmeln, den nur jene kannten, die in den Feldern Wache standen. Sie sammeln die grünen Mauern ein, getrocknet von des Tages Schein, geformt zu einem Wächter dann, das Heu trug nun des Kleiders Bann. Gesandte Felder voller Leid, gegen Dämonen war ihr Streit. Vom Dunkel ward das Land gegeben, den Strohmännern, die sonst nicht leben. Ein heilger Auftrag war ihr Ziel, am finsteren Tag, so war ihr Spiel. Sie zahlten für die Wachsamkeit, als fehlte jegliches Licht und Zeit. Sie nahmen sich ein junges Kind, gegen Dämonen schwarz im Wind, verschlungen von des Dunkels Drang, die Strohmänner den Schatten bang. »Strohmänner«, flüsterte Jet. »Strohmänner wie wir, Frank?« Franks Gesichtsausdruck wurde kälter, als er den Kopf schüttelte. »Denk nicht so. Die Strohmänner waren etwas anderes als lebendig. Jet, sie haben die Krähen verscheucht, aber zu einem schrecklichen Preis. Sie waren innerlich tot, verstehst du? Sie blieben, wo sie hingehörten, wie Statuen. Bis auf eine Nacht im Jahr, in der sie lebendig wurden und die Ernte einholten. Nur, dass sie nicht den Mais mitnahmen, sondern ein Kind. Ein Kind, das nach Sonnenuntergang draußen gelassen wurde. Kinder sind ständig nach Sonnenuntergang draußen, Frank. Nicht in dieser Nacht, zischte Frank und senkte seine Stimme noch weiter. In dieser Nacht tragen die Kinder Masken. Die Strohmänner können jene nicht sehen, die ihre Augen verbergen. Es sei denn, sie schauen zuerst auf die Strohmänner. Jet verstummte, sichtlich zurechtgewiesen. Der Himmel hatte sich merklich verdunkelt. Nur die letzten hartnäckigen Strahlen des sterbenden Lichts drangen noch durch die Wände aus Mais. Irgendwo in der Ferne rief eine Frau nach ihrem Sohn. »Hey, Frank?« »Was?« »Ich kapier's noch immer nicht, Frank.« Frank seufzte noch einmal mehr. »Was kapierst du nicht?« »Warum wir hier draußen stehen? Warum wir so dastehen müssen? Warum die Leute über uns lachen? Ich meine, wir sind doch Strohmänner, oder, Frank?« In Antwort trat Frank seinem Gefährten gegen das Bein. »Warum hast du das gemacht?« »Wenn du ein Strohmann wärst, meinst du, das hätte wehgetan? Du bist aus Fleisch und Blut, Jet. Wie kannst du dann ein Strohmann sein?« »Naja, ich meine, es ist doch nur gespielt, oder? Ich stopfe meine Kleidung mit Stroh aus und tue so, als wäre ich echt, oder?« Frank klopfte mit einer behandschuhten Hand an seinen Hut. »Hier oben«, er deutete auf seinen Kopf, »mag es nur gespielt sein. Aber hier«, er schlug mit der Faust auf seine Brust, das Stroh in seinem Hemd knisterte, »hier, das ist echt. Und das ist es, was zählt, Jet.« Er schwang seinen Arm weit aus und deutete auf die Felder um sie herum. »Willst du wissen, warum du hier draußen stehst? Damit die Angst nicht zurückkehrt. Schon ein einziges entführtes Kind lässt die Schrecken wieder aufkeimen, hält die Menschen in Trauer gefangen. Da könnten wir genauso gut die Krähen wieder haben. Aber wenn jemand Wache hält, dann kommen die Strohmänner nicht ins Dorf. Dann können sie in Ruhe schlafen. Sie können über ihre Angst lachen und weitermachen mit ihrem Leben. Verstehst du es jetzt?« »Ich verstehe, Frank«, antwortete Jet hastig. »Ich bin hier, um Wache zu stehen, ich versteh's.« »Gut, jetzt rauf wieder auf deinen Posten. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns.« Jet nahm wieder seinen Platz ein
und Frank rückte seine eigene Position zurecht. Mit dem Verschwinden des Sonnenlichts war auch der Wind verstummt und die Maisfelder lagen in völliger Stille. »Hey, Frank!« »Halt den Mund!« »Sorry.« Jet schloss den Mund. »Nur, was passiert mit Ihnen, Frank? Mit den Kindern?« »Welche Kinder?« »Du weißt schon, die Kinder, die Sie mitnehmen.« Frank wandte sich seinem Gefährten zu. Der arme Junge war kaum dem Jugendalter entwachsen, mit nur einem Hauch von Bartstoppeln auf dem Kinn. Selbst in der Dunkelheit funkelte eine aufrichtige Unschuld in seinen Augen. »Bist du sicher, dass du das wissen willst, Jet?« Jet erwiderte Franks Blick. »Ja, ich bin sicher, Frank.« Wie zuvor griff Frank nach seinem Hut. Doch dieses Mal nahm er seinen ganzen Kopf ab und ein starres Bündel gelber Halme ragte aus seinem Hemd. »Sie werden zu Strohmännern, Jet. Sie werden zu Strohmännern.«